Hallo ihr Lieben, heute melde ich mich mal aus meiner Küche. Also bitte nicht wundern, hier sind also ein paar bunte Bilder, die stehen hier in meinen Fenstern, weil die Fenster im Hintergrund, also die stören, also das reflektiert das Licht und deshalb musste ich die jetzt irgendwie abhängen und da habe ich einfach so ein paar Bilder jetzt hingestellt. Also sieht wahrscheinlich ziemlich bunt aus. Ich möchte euch heute einen veganen Brotaufstrich vorstellen und zwar ein Brotaufstrich aus Äpfeln, roter Paprika, Seidentofu und Cashewnüssen oder Cashewkern. Der Seidentofu eignet sich besonders gut aufgrund seiner weichen Konsistenz für Aufstriche, aber auch für Käsekuchen. Man kann natürlich auch statt des Seidentofus, wer Tofu überhaupt nicht mag, kann man auch gerne Pellkartoffeln kochen und die abschälen und Kartoffeln benutzen, um eine sämige Konsistenz zu erhalten. Ich habe jetzt keine Zwiebeln und kein Knoblauch. Normalerweise kommt da noch Zwiebeln und Knoblauch mit dran, aber viele Leute mögen das nicht und ich möchte das, also die mögen keine Zwiebeln und mögen oder vertragen auch Zwiebeln nicht und mögen keinen Knoblauch. Ich mag zum Beispiel nicht besonders gerne Knoblauch. Also ich mache das jetzt mal ohne Zwiebeln und Knoblauch. Als erstes gebe ich jetzt in meine Küchenmaschine hier 250 Gramm Seidentofu. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, doch das seht ihr. So, dann eine rote Paprikaschote. Also Paprikaschoten sind also sehr kalorienarm, haben sehr viel Vitamin C, besonders die rote Paprikaschote, habe ich gelesen, soll viermal mehr Vitamin C enthalten als gelbe und grüne Paprika. Ich mag selber persönlich auch lieber rote Paprikaschote, weil sie ein bisschen lieblicher, ein bisschen süßer ist. Also eine rote Paprikaschote, also viel Vitamin C, Kalium, Calcium, Magnesium, Zink und einen Apfel. Apfel hat auch sehr viele Vitamine, wissen wir. Also ich habe die Schale dran gelassen, weil unter der Schale ja die ganzen Vitamine sind. Ich habe das alles schon ein bisschen klein gemacht. So. Und die Gewürze kommen erst danach rein. 2 Esslöffel Cashewkerne. Die werde ich vorher schon ein bisschen klein machen. Mit einem Mörser, dass der Mixer nicht allzu viel zu tun hat. Ich meine, man kann sich natürlich auch diese ganzen Aufstriche kaufen. Die gibt es ja auch, also jetzt im Supermarkt zu kaufen, auch in Bioläden zu kaufen. Aber man kann sich auch gerne, gut und gerne Aufstriche nach der eigenen Fantasie selbst zubereiten. So, das gebe ich jetzt auch hier mit rein. Dazu kommen jetzt, keine Gewürze, 1 bis 2 Esslöffel, ein gutes Olivenöl. Eins. Zwei. Und den Saft einer Zitrone, so ungefähr 2 bis 3 Esslöffel. So. 1, 2, 3. So, jetzt wird das Ganze in der Küchenmaschine. Ich würde es als allererstes, also bei dieser Küchenmaschine gibt es so ein Programm, das ist so ein pulsierendes Programm, das erstmal die Zutaten so ein bisschen leicht angehäckselt werden. So, nun gebe ich auf erste Stufe. Und nun würze ich die ganze Sache mit etwas Chiliflocken. Ich mag es gerne ein bisschen scharf. Eine Prise Paprika, edelsüß oder scharf. Etwas frisch gemahlenen Pfeffer. Einer Prise Salz. Um dem Ganzen vielleicht so ein bisschen so einen mediterranen Charakter zu geben, ich habe hier so ein Kräutersalz, das ist also Salz mit Kräutern der Provence und hier gebe ich noch so ein bisschen Kräutersalz hinein. Und verrühre das Ganze. So, jetzt muss ich mal gucken, ob das auch einigermaßen schmeckt.
Schmeckt wunderbar. Schmeckt wunderbar. So. Ich habe jetzt hier noch Minze. Man kann auch so ein bisschen frische Minze dazugeben oder auch Kresse. Ich habe jetzt hier so kleine Gläschen vorbereitet und fülle das in die Gläschen. Man kann das natürlich auch noch stärker pürieren, aber ich mag das eigentlich, wenn es so ein bisschen so eine körnige Konsistenz hat. Und gut verschließen, und das ist dann so ein paar Tage, ist das haltbar im Kühlschrank. Jetzt gebe ich noch ein paar gehackte Minzblätterchen dazu. Also der Chili hat es ganz, das ist eine angenehme Schärfe mit dem Chili. So, jetzt schneide ich hier noch so ein bisschen Minze klein und streue die Minze darüber. Und dann habe ich ein wunderschönes, wie ihr seht, hoffentlich seht ihr das, einen wunderschönen Brotaufstrich. Dazu passt wunderbar dunkles Brot, also ein Vollkornbrot oder auch eine Brezel oder ein Baguette, ganz wie ihr wollt. Also das war meine Idee zu einem veganen Brotaufstrich aus Cashewkernen, roter Paprika und Apfel. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich schreibe die Zutaten unten in die Infobox. Und bon Appetit, bis bald, ciao!